Jonas kommt zu einem weiteren Part von Mario Kart 8 Deluxe. Heute fahren wir den Blumencup. Und zwar mit. Was nehmen wir denn? Wir nehmen mal Cooper. Und zwar mit einem Bike. Und zwar mit einem niedlichen Bike und zwar mit einem Roller. Passt irgendwie zum Cooper. Und wir nehmen noch die Slick-Reifen. Und was nehmen wir denn Schönes? Ach, den Segelflieger. Hat man nicht so oft. Und heute fahren wir Marcos bis der Toads Hafenstadt, wo ich verarscht werde. Und große Wuselwilder und Scheigeizwasserfälle. Let's go. So, und da wären wir. Auf der einfachen Strecke in 150. Aber wie es in 200 ist, werden wir jetzt erfahren. Na, ist schon mal keinen Start verkackt. Sound O hier. Aber nicht gegen Goombas fahren, danke. Yoshi hat auch Probleme. Yes, Tod wurde gefickt. Yes. Also, da könnt ihr noch einen Stunt machen, aber bei der zweiten... das würde ich nicht empfehlen. So. Ach ja, ist schon ein bisschen entspannt, die erste Strecke. Das ist nichts großartig Schweres. Man kann sich auch sehr gut auf Kurven einstellen. Außer wenn so ein Wechsel kommt vom Starry, der erst 2 Jahre später ankommt, wenn ich fliegen will nämlich. Sehr gut, die Goombas haben meine Verfolgerroute blockiert oder aufgehalten. Sehr gut. Ich nehme mir die Zeit und nehme die Kurve geschmeidig. Ey, man muss sich wirklich konzentrieren hier. Ich kann nicht so wirklich kommentieren, weil... schon gefährlich. Ein Fehler und dann bist du schon raus. Da muss man schon richtig aufpassen. Eieiei. Toads Hafenstadt. Ich mag zwar die Strecke, aber es ist pure Betrug. Was in den letzten Parts passiert ist. Okay, jetzt habe ich den Schaf verkackt, ich sehe es ja ein. Wozu baue ich einen 200er Pilz, ha? Jetzt habe ich seine Route abgewehrt. Ach, come on. Das ist doch verarsche. Ja. Warum ist eigentlich meine Grüne nicht zerschellt? Das verstehe ich nicht. Ach ja. Hell. Einmal erst, dann kommt der Stark auf Baby Mario, sehr gut. Weil er das richtig gemacht. So.
entspannt und nicht gegen Holzmasten fahren. Oder Holzstäbe, was auch immer. Danke. Ich brauche mehr Münzen. Ich bin nicht schnell genug, ich brauche mehr Münzen. Gib mir Geld. Na, ich krieg keins. Oh Gott. Ja. Ja, natürlich. Aber ich habe so einen Vorsprung. Das kann mir keiner nehmen eigentlich. Oder? Naja. Dann doch nicht. Trotz Starry. Nice, wenn es so weitergeht, dann bin ich glücklich. Yay. Vor der Strecke habe ich schon ein bisschen Respekt. Weil, ja. Die eine Kurve, die du nicht richtig nehmen kannst oder wirst, fliegst du halt in den Matsch rein. Was auch immer in deiner Bibliothek zu suchen hat. Ja, einmal links, einmal rechts. So, jetzt haben wir uns wach gemacht. Jetzt geht's ab. So. Schmeidig die Abkürzung genommen und natürlich kein Item. Kennt man. Ja, natürlich die grüne, die gerade aus der Ecke kommt. Auch ein roter. Yoshi, komm, schieß nach hinten. Nach vorne. Okay. Ich weiß, Dinosaurier sind nicht die hellsten. Glaube ich zumindest. Ach du Scheiße. Was? Ach komm, wegen der Latte. Oh. Okay. Diese Grenades sind lächerlich. Ja, na, ja, 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 ja. So, komm. Hey! Schon wieder eine Piranha-Pflanze? Kommt diese grüne schon wieder her? Weil das ruhig Baby Mario aufreißen können. Naja. Vorhin habe ich es geschafft und jetzt nicht mehr. Naja, versteht einer die Logik von mir. Die Hufe, das ist ja perfekt, wenn ich jetzt erster bin. Perfekt. Ja, jetzt kommt er. Tja, mein Süßer. Ich hab was für dich. Leck mich. Kannst du mich mal am Arsch lecken? Oh mein Gott, das war knapp. Immerhin die Banane und nicht mich, ey. So, jetzt abbremsen. Von wegen. Bringt auch nichts. Aber wir, die haben einen Pilz. Aber nein. Dreimal erster schon mal. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das mit dem Starry war schön. Das war schön erholsam von den allen Parts von vorher. Endlich mal habe ich dich zerstört. Ja, yeah, so sieht's aus. Ah. Die letzte Strecke und die ist ein bisschen schwer. Die Kurven sind ein bisschen enger. Also ich werde hier, glaube ich, wenig Stunts machen. Bevor ich die ganze Zeit an Wänden anstoße oder so. Aber gut. Oder sowas ähnliches. In der Luft, oh mein Gott, lucky. Obwohl, die Kugel geht noch mit Stunt. Das muss ich zugeben. Okay, hier mache ich auf jeden Fall keinen Stunt. Das ist sowas von klar. Hier auch nicht. Und ja. Das ist schön. Noch Vorsprung behalten und ja, wurde jetzt ausgebremst. Hab die Kurve leider nicht richtig genommen, aber wir können es wieder ausgleichen, indem wir weiterhin so machen. Oder Starry, ja, ich hatte eine Uber, das habe ich nicht gesehen. Ach,
Weiß nicht, was es heißt, aber... Ja, Betrug. Ich habe nicht gesehen, dass ich eine Hupe habe als zweite Seite. Ach, voll Idiot. Wird hier alle nach mir werfen. Was? Was kommt doch da alles, ey? Mann. Hier kann man sich schon einen Stunt erlauben. Ja, komm. Jawohl, Baby Mario. Jetzt bin ich Mario wurde erwischt und nicht ich. Und ich war runter. Ich falle runter, weil ich einmal runter. Nach unten gefahren bin. Scheiße. Nein. Ich lasse es einfach verbaut. Ich fahre einmal unten entlang und dann passiert sowas. Nehmt einfach den oberen Weg, dann passiert so ein Scheiß nicht. Schade. Naja. Trotzdem. Den ersten Platz. So muss man es sehen. Denke ich. Ja. Ich muss das noch verkraften mit Schneegeist-Wasserfälle. Das ist so bescheuert. Ich habe mir selber den ersten Platz versaut. Na gut. Ich werde die Part jetzt nicht mit Depri-Stimmung beenden. Deswegen sage ich danke fürs Zuschauen. Gebt doch mal noch, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es verpasst wollt, abonnieren und Glocke aktivieren mit allen Videos. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.